Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, fängt ja schon gut an, zu einer neuen Folge vom Simulator-Sonntag. Ja, es ist nicht der Ziegensimulator. Ich werde mal den Supermarkt-Simulator einschieben, weil gerade neu und weil Ziegensimulator, da habe ich glaube ich noch massig und das möchte ich gerne vorher einmal noch testen, wie das ist. Es ist nur der Prolog, es ist nicht die Vollversion, weil wir testen ja nur an. Sprache war da einfach nicht bei. Willkommen zum Supermarkt-Simulator Prolog. You can play the beginning. Du kannst den Anfang von dem vollen Game hier spielen. Starte, indem du Lebensmittel, also Sachen hierfür kaufst, die du dann verkaufen kannst und die du in die Regale räumst. Vergiss nicht die Preise. Set the prices with a profit to avoid. Denk dran, die Preise mit Profit auszuzeichnen, damit wir nicht bankrott gehen. Hab Spaß. Okay. Bist du das hier? Order goods using your computer. Okay. Wir bestellen Sachen am Computer. Ist das? Nee, das ist der Computer. Ah, okay. Interact. Market. Okay, ist ein Karton. Nee, warte, ist es ein Karton? Ein Karton oder ein Karton? Okay, wie viel Geld haben wir denn? Oh, $100 haben wir. Nee, okay. Dann eins davon. Also machen wir mal davon. Okay, das ist ja nicht gerade viel. Machen wir das mal wieder raus hier. Machen wir erstmal. Hey, ist immer noch zu viel. Was mache ich denn hier? Geh doch mal weg. $65. Dann machen wir noch das da rein. Okay, machen wir erstmal so. Komm hier wieder raus? Achso. Okay. Open. Oh, okay. Okay. Karton. Müll. Preis ändern. So viel hat es gekostet und ich will es verkaufen für. Was ist denn das? Nudeln. $5. Okay, ändert das direkt bei beiden. Das ist schön. Ob jemand $5 Nudeln kauft. Schoki. Na, gehst du. Ach so, ja, gut. Durch eine Scheibe ist ein bisschen schwierig. Oh, ich habe mein VTuber hier, obwohl wir einen Simulator spielen. Naja, gut. Es hat 4 gekostet. 7. Und Eier haben wir auch. Kann ich hier was? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja. Eins. Ja. Und nö. Open das doch. Achso. Wir hatten geschlossen. Okay. Oh, hallo. So, was muss ich denn jetzt tun? Oh, die sind so teuer. Okay. Naja, dann. Marktpreis 2,61. Dann machen wir 3. Wie ist es hier? Das ist okay. Was? Oh. Preis ist 4. Ja, bitteschön. Schoki. Ja. Gut. Jetzt besser. Was ist das eigentlich so kalt hier? 18 Grad, okay. Fühlt sich nicht an wie 18 Grad. Oh. Ja. Wie geht das? Okay. Was hast du mir gegeben jetzt? Ja, Pasta kostet 4 Euro.
Collect the right amount of change, ja. Give, was, Moment. Sie kriegt 16 zurück. Habe ich das nicht gemacht? Hallo? Achso. Ah, okay. Boah. Du hast mit 20 wieso gibt ihr mir denn? Und du kriegst auch. Habe ich das richtig gemacht, ja? Wir haben 17 Dollar. Das ist ja nicht so viel. Oh, wir hatten kein Licht an. Ja. Perform Checkouts. 25? Wie ist das jetzt hell hier? Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Oh, hallo. Ja. Das macht 6 Dollar. Oh. Steht hier, was ich mache? Achso, 70, 80, 90. Das kann, sowas kann ich ja gut nicht. Oh. 1 Dollar. Achso, das war passend. Ja, okay, danke. Ich hoffe, das war passend. Wir haben 50 Dollar. Okay. Wir könnten noch was kaufen. Was ist das denn hier eigentlich? Starter Pack? So viel Geld habe ich nicht. Just a license to be able to sell. Warum steht hier eigentlich eine Tüte? Was kannst du? Nix. Ach, das geht direkt in die Tüte. Okay. Change 94, 50, 70, 90, 1, 2, 3, 4. Kann ich die Leute auch bescheißen? Ist das ein Notfallknopf? So, ich möchte was. Ich möchte gucken, was hier los ist. Chips, Rechnungen? Nein. Lizenzen, das sind nur Lizenzen. Supermarkt, nee. Lager, eine Vollversion, okay. Wir haben 56 Dollar. Boah, das ist aber teuer. Wir kaufen noch Mehl. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. Raus. Tag, Sir. Vielen Dank. 1 Dollar zurück für Sie. Ja, komm sofort. Ich muss Ihnen Mehl einräumen. Eine Sekunde bitte. Ich habe den Preis noch nicht eingegeben. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh. 1 Dollar, bitteschön. Der Marktpreis liegt bei 7 Dollar, machen wir 8 raus. Das war knapp. Ja, kauf mal Mehl, ja. War es Mehl überhaupt? Passend, okay, vielen Dank. Habe ich nicht auch. Ich habe ansatzweise ein Let's Play gesehen, da gab es ein EC-Gerät. Hier gibt es doch keins. Muss man das kaufen? Ach so, 96, Entschuldigung. So. Aber ein bisschen an den Preisen. Was? Was wird's hier machen? Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich getan. Ist das Mehl? Masterflower, ja, es ist Mehl. Vielen Dank. Change 4 Dollar. Ich
Ich wollte an den Preisen schrauben. Marktpreise 6,38. Kauft ihr das dann noch? $1, bitteschön. Ein bisschen Profit machen, das hatte ich eben. Okay, das ist schon aufgerundet. Wenn nicht, ist es hier zu teuer jetzt. Oh, ich bin kalt. Also ich kaufe trotzdem alles weg. Dankeschön. Change. Achso, das ist alles passend. Also ich meine, ist ja jetzt, also ist ein Simulator, Supermarkt, ne? Ist ja so wie es ist. Change 87. Take your money back. Mal über Right kicken oder bitte. Wo bin ich denn hier? 60, 70, 80, 85, 87. So spannend ist es jetzt auch wieder nicht. Ne? $120 haben wir. Gut, ich bin ja, wenn er noch dabei. Ne? Bin gespannt, ob mich das noch überzeugt. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht kopfrechnen muss. Dann hätte ich das Spiel, glaube ich, wieder nicht abgebrochen. Oh, kann ich euch... Oh, guck mal, kann ich. Display ist full. Okay. Guten Tag, der Herr. Ich kann noch komplizierte mathematische Rechenformeln aus der Berufsschule. Aber Kopfrechnen könnt ihr knicken. Ich komme. Schön. Na, der Herr. Nur Öl. Das ist doch Öl, ne? Nix. Okay. Vielen Dank. Hab ich alles reingeholt? Gibt es hier draußen eigentlich so Schönes? Okay, nur in der Vollversion. Ja. Pasta-Nudeln. Ja, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hier und 30. Ach, guck mal, hier gibt es auch Centstücke. Wann muss ich den Laden eigentlich zumachen? Turn on the lights using... Hab ich doch. War ich einfach zu schnell. Change 92. Wieso 92,55? Oh nein, ich habe den Preis nicht eingestellt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Scheiße. 7. Achso, ich soll das Licht an und ausmachen, ja. Noch 6 Verkäufe. Press Enter to finish the day. Ich möchte den Day noch nicht finishen. Ich möchte noch was einkaufen, bitte. Oh, okay. Dann drücke ich Enter to finish the day. Customers. Prognof, ja, okay. Store Point. 103. Entkommen. Supply Kosten. Ja, ich bin jetzt wohl nicht so gut in Sachen. Ja, also in Dings. Super Prolog. Daily Expenses you receive. Daily, du wirst tägliche Rechnungen. Das ist ja furchtbar. Rechnungen sind eh schon furchtbar. Und jetzt kommen die täglich. Receive daily bills starting today. Make sure to pay the bills using your computer before they due date or they be paid. Moment. Stelle sicher, dass du die Rechnungen bezahlst, indem du den Computer benutzt,
Ach so, vor ihrem Ablaufdatum oder sie werden sich automatisch bezahlen. More electrical devices, the more expensive the bills. Okay, das klang aber jetzt nicht so, als würde es dann extra Kosten geben. Oh, schön, mein Einkaufswagen ist noch da. Kaufen. Oh, ich habe die Rechnung nicht geschaut. Hä? Rechnung. Ja, so ist gut. Okay. Oben. Ach so, oben. Ha. Rot. Kann ich. Drop. Drop. Muss den Preis noch machen. Oh. 3. Ja. Einmal Öl. $1. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe einen Karton in Ihrem Weg gestellt. Schoki. Preis ist da. Ja, eine Sekunde bitte. Bin schon da. Naja. Stimmt so. Und, nicht die Windows-Taste drücken. Ich bin da dran gekommen. Oder Escape drücken, das ist doch ganz woanders. Preise sind alle gut. Guten Tag, guten Tag. Gehen Sie da rein? Ja, fein. Oh, kann ich mal fahren, wegfahren? Oh, ich kann noch rennen. Ich kann. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht getestet. Guck mal. Joing, joing. Okay. Konzentration. $1, dass ich noch keinen beschissen habe hier. Aus Versehen natürlich nur. Guck mal, da steht es ja, wie viel ich habe. Ich habe die Sachen schon. Ja, okay, ich bestelle jetzt trotzdem noch einmal. Pasta. Pasta kann man nie genug haben. 43. Was? Was los? Was stimmt denn hier nicht? Was war denn sein Problem? Guten Tag, Sir. Hübsch aussehen tut's ja hier. Ding. Vielen Dank. $1. Das sind so viele Anzugträger. Wo kommen die her? Was machen die denn hier? Was? Das Brot ist zu teuer? Wieso? Oh ja, mein Gott. Das ist Toast. Das ist gutes Toast. Da muss man auch mal $1 mehr für zahlen. Sitze mit Öl und Toast. 20, 30, 35, 36. Purchase product license using the computer. Okay. 5. Vielen Dank. 5, 6, 7, 8. Produkt. Lizenz. Oh. Da gibt es noch. So. Wo war denn das hier? Ne? Ich hab zu wenig Geld. Na toll. Wie viel ist das? 125 brauchen wir. Und es gibt jetzt demnächst ja Rechnungen. 50, 70, 80, 85. War das gerade mein Hals oder hat da gerade irgendjemand um mich herum mit mir gesprochen? Ich glaube, es war mein Hals. $1.
hört das nicht. Ich werde jetzt nicht in die Ohren rübsen. Dip, 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 dip. 20, 30, 2, 4. Ich kann es mir leisten, ne? Was habe ich denn davon? Milch? Steht da? Aotte, Bottled Water. Rapid Up Growth, sogar Level 3. Wie? Welches Level habe ich? Ich habe erst 2. Wie kriege ich denn den Store-Level? Einfach, passiert das einfach so? Können die auch klauen? Jetzt habe ich Level 3. Stretch. Und jetzt kann ich andere Sachen kaufen. Okay. Okay. $1, bitteschön. Muss einkaufen. Was? Kauf einen Kühlschrank. Aber. Hä, was habe ich denn hier gemacht? Buttonstress. 2, 4, 5, 6. Achso. Ein Kühlschrank oder ein Regal? Kühlschrank. 2, 4, 3, 3. Komm. Market. Milch. Und. Ah ne, Wasser geht glaube ich noch nicht. Das Wasser kommt glaube ich in den Kühlschrank. Wasser wieder weg. Kann ich das trotzdem kaufen? Nein. Dann halt so. Es ist ja so dunkel eigentlich. Oh, jetzt muss sie auch in den Kühlschrank. Ich glaub's ja nicht. Jetzt habe ich die umsonst gekauft. Oh, gute Frau. Das ist aber nicht mehr in. Schon eine Weile her. Macht aber nichts. Sie können das tragen. 50, 60, 70, 71. Wie? Die Nudeln sind jetzt zu teuer. So siehst du aus. Eins, zwei, drei, vier. Ah, man kommt zu nichts mit diesen Kunden hier. Wir sind Nervenkunden. 10, 1, 3, 4. Oh, ihr Bruder ist auch hier. Wieso ist das auf einmal zu toll für euch? Haben die anderen Supermärkte die Preise geändert? Moment, bitte. Nee, ich lasse das so. Bin halt ein guter Qualitätssupermarkt. Bin bestimmt ein Bio-Supermarkt. So. Hab ich. Oh, Erdnussbutter. Kostet 35. Cake. Display. Rack. Ach so, das steht da auch dran. Ja, das macht auch total Sinn. Candy. Kaffee. Nee, das ist zu teuer jetzt. Oh, jetzt ist mein Tag schon wieder vorbei. Kann ich trotzdem geöffnet lassen? Die Uhrzeit geht nicht weiter, oder? Gucken wir uns doch mal an. Hier siehst du doch noch Vögelchen am Zwitschern. Läuft ganz schön schnell. Kann auch noch rennen dazu. Ja, in diesem Schuh habe ich kein Zuhause.
Press Enter to finish the day. Will aber den Tag nicht finishen. Hops, hops, hops. Ich möchte hier irgendwo rein. Okay, kann ich die Tür schließen? Was hier? Dieser Gullideckel sieht sehr auffällig aus. Wo wir liegen am Wendekreis? Woodhouse Spa Center. Das sieht aber nicht aus wie ein vertrauenserweckendes Spa Center. Naja, gut. Wird sind zufriedene Kunden. Jetzt wartet er neunmal. Ich hab, also. Ich guck das Ganze nochmal im Hellen an. Oh, was ist das? Dry Cleaners. Ups. Kann ich vielleicht ein bisschen Geld finden? Oder durch die Map fallen? Hui. Sachen sehen so auffällig aus. Okay. Okay, okay, okay. Super Prolog. Muss ich Rechnungen bezahlen? Erstmal, ja, erstmal kaufen wir das. Oh, 14, okay. Oh. Und 10. Ah. Warum sind meine Öhrchen wieder weiß? Die waren vorhin noch schwarz. Was passieren wieder Dinge? Oh nein, wir haben noch nicht offen. Entschuldigung. Ich muss noch einräumen. Sonst kommen die wieder ohne Preis. Bonbeck. Entschuldigung. Nee, nee, hier ist noch nicht. Hier. Ist jetzt hier drin oder nicht? Na, dann komm noch rein. Ja, eine Sekunde. Wir sind noch. Ich bin hier ein Kleinunternehmen. Es dauert halt alles ein bisschen. Hier können Sie ein bisschen sparen bei dem Kuchen. Achso, nur für Bonbons. Oh, danke. Wobei, ich muss ja was verdienen, ne? Achso, tue ich. Okay. Bin jetzt. Habe mich vertan. Ja. Dreimal Eier. Heute wird gebacken, oder? Ja, irgendwas noch bestellen. Aber wir brauchen einen Kühlschrank, ne? Stellen wir was oder warten wir? Okay. Geld? Nix. Okay, vielen Dank. Wenn Sie Milch wollen, die steht da hinten am Boden. Ja, der gute Toast. Das ist der Toast geworden. Also sie packt es in der Tüte. Dann packt sie es von der Tüte wieder hier aufs Band, damit es da in eine Tüte geht. 2, 4, 5, 6, okay. Ich hinterfrag das mal nicht. Oder packt sie das hier aus der Tüte und stellt die Tüte dann wieder dahin. Hm.
Wo hat er die Tüte her? Ist er damit gekommen? Ich versuche nicht laut zu gehen, aber man sieht sie, wenn ich es mache. Ich habe heute Morgen schon was für euch vorbereitet. Dann war ich arbeiten bis eben. Jetzt sitze ich schon wieder hier. Und mir ist so kalt. So, er kommt ohne Tüte. Er kommt ohne Tüte. Und zack. Da ist die Tüte. Das ist der Magic Shop hier. Die kaufen mir hier die Tüte. Oh, danke. Ja, ein bisschen ist noch da. Ich möchte den Kühlschrank haben. Was kostet der Kühlschrank denn? 125, ja, ist fast. Backen wir schon mal. Kostet genauso viel wie ein Regal. Backen wir schon mal da rein. Ich befürchte, dass ich vorher was kaufen muss. Bei noch ein Kunde. Ja, du siehst aus, als würdest du was kaufen wollen. Hier so ganz viele Bonbons und alle Kuchen, bitte. Kuchen. Eins, zwei. Ah, hätte ich noch ein bisschen mehr kaufen können. Ich brauche einen Kühlschrank. So, gute Frau, bitte mehr als einen Dollar. Ja, das schaut gut aus. So, es gibt einen Kühlschrank. Hat das Spiel eigentlich keine Musik? Das ist mein Kühlschrank, da. Eins, zwei. Wieso haben wir keine Musik? Wir haben Milch. Yay. Marktpreis 3,40. Dann kostet unsere 3. Eigentlich 3,50. Aber dann muss ich hier 50 Cent rausgeben. Huch, was ist denn hier los? 5. Bonbons zu Kuchen. Also dafür kommen Leute hier hin, um Bonbons zu Kuchen zu kaufen. Ich habe ja nichts mehr. Oh. Produkte. Kann ich noch mal Toast kaufen? Ja. Wenigstens ist da kein Versandkorb. Doch! Ach! Egal, aber trotzdem. Ich sag das auch noch. Ja, danke. 5. Gute Frau, wollen Sie noch ein bisschen Toast? Wir haben gerade Toast im Angebot. Nein? Okay. Kuchen tut's auch. Guter Mann, wir schließen in einer Minute, glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Was? Was für ein Knastessen hier? Toast und Milch. Eigentlich Toast, Brot und Wasser, aber. 2, 3, 4 Mal. 4 Mal Toast. Boah. Oh, wir haben wieder kein Licht an. Change, nix. Nur eine Milch, okay. Change, da haben wir es schon wieder. Und 50. Was ist denn hier los? Aber, ach so, das spart bestimmt auch Rechnung, ne? Wann machen wir denn zu?
Wir haben 8 Uhr abends. Ich bin hier alleine. Ich bin ja seit, ich weiß nicht, seit wann ich hier bin. Haben wir jetzt mal immer noch nicht. Aber ich kann nichts mehr einkaufen, bestimmt, ne? Nee. Closed after 9 p.m. Okay, nach 9 hat der Laden da geschlossen. Ich kann den Day finishen, obwohl er ein Kunde ist. 2, 4, 5, 6. Jetzt geh. Wir haben nichts mehr. Wir haben noch einen Kuchen. Sag mal. Haben wir hier 24-7 oder was? Na gut. 10, 15, 16, 17. Noch jemand eine Milch um Mitternacht oder? Wir haben immer noch 21 Uhr. Sind wir jetzt alle durch, ja? Okay. Ja? Okay. Ja, das sieht ja schon mal besser aus. Ich habe immer noch keinen Profit gemacht, aber gut, ich musste ja auch Sachen kaufen und was ist das? Marktpreis Chains verfolgen über die Marktpreise. Ja, kannst du das bitte noch ein bisschen schneller einblenden? Die Marktpreise haben sich geändert. Ich habe eh nichts hier zum Verkaufen. Management, Rechnung. 4 Dollar. Ist das die Stromrechnung vielleicht? Und das die Miete? So, und vom Rest müssen wir jetzt mal Sachen kaufen. Der Toast ging gut. Milch habe ich noch. Ich würde gerne mal die Peanut Butter probieren. Und der Kaffee ist schon wieder zu viel gewollt. Der ging auch gut. 40, 60, 60, 10, aber mit Shippingkosten. Ja, mit Shippingkosten war klar. Dann gibt es halt keinen Toast. So, 54, 42. Ja, gut, bitteschön. Ich meine, ist ja auch Expresszustellung, ne? Oh, jetzt habe ich den da mit eingeholt. Ah. Und Peanut Butter Jelly Time. Ah, ich glaube, man konnte den Knopf gedrückt halten. So, Preis, Marktpreis, 5,19 Dollar. Wir machen 5. Sind wir ein bisschen besser als der Marktpreis. Da sind wir auch besser als der Marktpreis. Also hier ist der Marktpreis 3,40. Wir sind sehr nah dran am Marktpreis. So, öffnen. Purchase a new section using your computer to expand your store. Wo war denn das? Wo habe ich das denn gesehen? Hier, ne? Level 4. Meinen Supermarkt erweitern. Ich habe noch nicht mal genug Kohle, um hier mal die Hütte voll zu machen. Das ist zu viel. Und die wollen, dass ich meinen Markt erweitere. Guten Tag. Ja, okay, stimmt. So, lassen Sie sich Zeit, dann kann ich eben einen Schluck trinken. Okay. Wenn noch ein Stück von meinem selbstgebackenen Schokobrötchen liegen. Jetzt nicht mehr. Hundertfünfzig brauche ich.
Werbung für mich machen? Sieht nicht so aus. Ja, bin am Weg. Der nächste, der wir hier über 90 Dollar zurückhaben will, den bescheiße ich. Dann sage ich, stimmt so. Den bescheiße ich jetzt. Was? Kann ich nicht, okay. Ich kann nicht bescheißen. Ich brauche 150 Dollar. Ja, darf man keinen Wert nicht kaufen. Aber wenn ich zu viel rausgeben würde, wird das bestimmt gehen. Wollte ich jetzt nicht testen. Peanut Butter Jelly Time. Oh, jetzt habe ich das. Ich möchte das nicht erweitern. Ich möchte Sachen kaufen. Zu viel, natürlich. Und der nächste Kunde. Ja, vielen Dank. Könnte es ja auch noch realistischer und komplizierter machen, indem das Kleingeld irgendwann ausgeht. Oh, also der Preis ist gefallen. Der Preis ist gestiegen. 104,64 können wir uns gleich leisten. So. Jetzt haben wir ja keine Elfriede stehen, die ihr Kleingeldglas zählen muss. Also jeder, der Elfriede heißt, es tut mir leid, so ist nicht gemeint. Moment, ich muss jetzt den Preis checken, okay. Kann ich einen Mitarbeiter nicht einstellen? Das finde ich sehr nett. Natürlich, dazu passt. War nicht, also der Marktpreis ist jetzt ja, ein bisschen. Ne? Ah, der Herr, der kann es sich leisten. Ne? Nur zwei Flaschen. Würde ich gern scheißen. Nein? Nein, das geht. Ja, sicher, das geht. Mhm. Blöde Kuh. Hat's verdient. Da gehe ich jetzt hinterher. Da ist sie ja schon wieder. Aber sie ist hier nicht da. Entschuldigen Sie bitte. Finden Sie das in Ordnung? Hallo? Ich kann nicht. Ich verfolge einen Ladendieb. Geht sie hin? Ich bin gleich da. Die Minuten vergehen aber echt schnell. Ich bin schon da. Oh, ist schon eine Schlange, um Gottes Willen. Sehen. Heute machen wir mal kassieren im Dunkeln, ne? Ich
muss ein bisschen an meiner Rechnung sparen. Ich habe vorhin zu viel Wechselgeld rausgegeben. Hatte ich nicht irgendwas bestellt? Ne? Oh, sie sind aber klein. So klein. Wie das im Dunkeln? Das ist Mystery Night Shopping. Aber wir schließen ja jetzt eh gleich. Lichter machen lohnt jetzt auch nicht. Es ist auch romantisch im Schein der Kassierkasse. Ja, nimm ruhig mehr mit. Oha. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Ist doch gut. Im Dunkeln kann ich eh nicht so gut zählen. Oh, wir haben eigentlich schon geschlossen, aber wir machen noch eine Ausnahme. Was suchen Sie denn da? Was hat er da noch gefunden? Was steht denn da? Ich sehe es halt nicht. Kuchen hat er gefunden. Oh, vielen Dank. 1, 2. Bitteschön. Finish the day. Oh! Oh! Yay! Ich frage mich, wann er mich im Prolog stoppt. So, wir sollen eine Erweiterung kaufen. Das sehe ich zwar irgendwie nicht ein, aber was? So kann ich die nicht kaufen. Ach so, weil ich das Geld nicht habe. Okay, ich sollte aber Lebensmittel kaufen. Da ist der Preis gesunken, da ist der Preis höher gegangen. Das heißt, wir kaufen das, wenn meine Logik dann richtig ist. Ja. Guck mal hier, das ist doch so günstig. Hier haben wir 66. Kann ich jetzt den Kaffee mal... Ja, ich kann den Kaffee kaufen. Der ist nämlich teuer und... Ich habe die Rechnung noch nicht bezahlt. Kaufen erstmal das und oh, ich kann bestimmt meine Rechnung nicht bezahlen. Oh, guck mal, doch. Da, eine ja. Tag 4, 3 Tage. Okay. Okay, okay, okay. Kaffee, 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 Kaffee. Ah, oh, dass man immer erst den Karton wegbringen muss. So, Marktpreis, boah, ich war 10,48, dann sind wir ein Ticken Tacken teurer. Ich muss nur Kaffee verkaufen. Wenn das gut funktioniert, dann tue ich das. Kann ich eigentlich nicht den Mülleimer mal irgendwie mit in den reinstellen? Okay, man kann es gedrückt halten und dann kommt er alles automatisch ein. Wasser 3,32, ja, dann machen wir 3,50, auch wenn ich das doof finde. So, wir haben Open, ja. Ich kann nicht crouchen, aber ey, ich kann springen. Wollen Sie Kaffee kaufen? Kaffee, 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 Kaffee. Nein? Hat der letzte Kuchen eingesagt. Oh, Kaffee. Yeah. Ja. Oder? Schön. Ich kann meine Rechnung bezahlen. Ich hasse auch eine Rechnung. Ich versuche immer alles direkt zu bezahlen. Am besten noch bevor das da ist, was ich gekauft habe. Und es auf keinen Fall vergessen kann. Ja, Wasser. Wasser und Öl. Wenn ich jetzt noch Mehl hätte, dann könnte sie backen. Oh, ja, sieht sie, der wollte Bio-Eier haben. Die gab es halt nicht. Nee. Warte noch ein bisschen.
habe ich, ich kann speichern. Kann ich speichern? Ja. Settings. Nö, mehr ist hier nicht. So ein bisschen Musik wäre schön. Was? Das Wasser ist jetzt zu teuer. La 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 la. Zwei, vier, 45, 46, fertig. Zu expensive. Das ist ein Ticken Tacken teurer als der Marktpreis. Dann nicht. Du doof Mann. So, Eier. Vielleicht noch ein bisschen Brot. Nudeln. Und. Ach, ich bin auch doof. Ne? Hier steht nur, wie viel da drin ist. Nicht wie viel ich noch habe, das wäre eine Idee. Shipping $6. Ah, dann mach halt. Ja, Kaffee. Oh, Kaffee ist bald leer. Du hast 20, kriegst 20. Ist schön. Ah, keine Bolli-Milch. Hab ich es richtig ausgesprochen? Ich habe es nicht richtig gelesen. Spiel macht mich auch noch mehr müde. Da der Dame ist das Wasser nicht so teuer. $0.50, schön. Ja, das macht Sinn, die großen Kartons auf die kleinen zu stapeln. Nudels. Achso, ich kann ja den Knopf gedrückt halten. Ja. Hast du Brot? Ist das Eier? Ja. Ich bin schon da. Sehr schön. Alles reingeräumt? Ja. $130. Ich wollte. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und Candy. Und das reicht, glaube ich, auch erstmal. Sie haben ein kleines Nudelproblem. Ich sehe ja schon. 10, 15, 18. 10, 1, 2, 3. Ich habe hier irgendwas neu gekauft, was noch keinen Preis hat eigentlich. Ich hoffe nicht. Ich bin am Weg, ja. Nudel, Nudel, Nudel. 5. Schön. Einmal Nudel. Ein. Schön. Wieso? Du hast doch gerade Nudeln. Wolltest du mehr Nudeln haben? Gibt's aber nicht. Gibt jetzt Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich soll immer noch meinen Store expanden. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Gibt's gleich. Mach schon mal auf. Ja, achso, machen wir schon mal auf, sagte ich. Mein Gott, ich höre auch nicht auf das, was ich zu mir selber sage. Sehr schön. Ja, jetzt kauft er ein bisschen Kaffee da rum. Kaffee? Kaffee? Nee, Brot, okay. Sehr schön. Ja, kriegen wir das noch hin vor Feierabend mit den $150? Dum, 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 dum,
Guten Tag, die Dame, was darf es für Sie sein? Kaffee vielleicht? Bio-Eier sind jetzt zu teuer. Ja, aber wie wär's mit Kaffee? Achso, die Eier waren im Preis, haben sich geändert, ne? Oh. Okay, Entschuldigung. Falls Sie jetzt doch noch Eier möchten. Nee. Nur das. Boah. Ich möchte dich bescheißen. Moment. Nee. Und so. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 171, was ist das denn passiert? So, bitteschön. Was genau hat er jetzt expandet? Oh, okay. Ja, einen Moment, ich muss meinen Laden umräumen im Dunkeln. Ja, da, okay. Ja, war das alles? Ich bin mir nicht ganz sicher. $6, hier bitte schön. Eins, zwei, drei, vier. Bitte, 5, 6, ab. So, wir schließen gleich. Noch keine Tasks mehr. Die Eier sind ihr zu teuer. Ich glaub's ja nicht. Die Fensterfront ist auch irgendwie anders, oder? Industry! 13 zufriedene Kunden. Wir haben ein bisschen Minus gemacht, aber wir haben immer noch super Polo. Sieht schon besser aus, ne? So, ich muss so ein bisschen einkaufen hier. Ich habe ja auch noch Geld. Ich kann mal eben noch die Rechnung bezahlen, weil wir sind jetzt erstmal am Ende angekommen. Und bei mir ist es jetzt gerade gleich 8:30 abends und ich werde jetzt ausmachen für heute. Ich muss noch ein bisschen was machen und auch selber mal was essen. Gott sei Dank nicht mehr einkaufen jetzt um die Zeit. Ich überlege mir, ob ich noch einen zweiten Teil mache, weil ich persönlich finde das jetzt nicht so geil, weil ja, hier gibt es dann noch Lizenzen von ein bisschen mehr, ja. Gut, ist nicht die Vollversion, aber Hiring, das könnte interessant werden. Aber halt in der Vollversion. Die haben wir nicht. Ich überlege mir, ob ich die Vollversion hole, wenn... Meine Öhrchen sind dunkel. Wie ist das passiert? Was habe ich gemacht in dem... Ist das eine Taste? Nein, eigentlich gibt es gar... Das hat keine Taste. Hier passieren Dinge. Okay. Ist es die Escape-Taste? Nein. Ist die Leertaste? Nein. Okay, also auf jeden Fall, ich überlege mir, ob ich noch eine weitere Folge spiele, weil hier in der Prolog-Version ist ja nicht mehr so viel. Ne? Kann also auch so ein paar Sachen kaufen. Man kann auch einen größeren Kühlschrank kaufen und noch ein Licht, damit das noch mehr Strom kostet. Ne? Also wenn ihr mehr haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich glaube eher nicht, aber wer weiß. Wer weiß. Ich guck mal. So, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.